Everybody doing good in the cage? Yeah. Awesome. We know the visibility is not the greatest. Unfortunately, we can't change that. Here the shark goes under the bait, guys. Right in front of you. Oh, you lovely. Now the shark is here, guys. The shark is just scavenging. The shark is on hunting. Erlebnis. Der Hai ist richtig nah an uns rangekommen, super nah. Ja. Wir konnten ihn, also als er ganz nah an uns dran war, konnten wir ihn richtig gut sehen, aus der Ferne leider nicht so, weil das Wasser nicht so klar war. Aber an der Oberfläche konnte man ihn gut sehen und als er dann eben ganz nah an uns reingeschwommen ist. Total toll. Das war gerade wirklich eine so einmalige Erfahrung und wir sind richtig, richtig froh, dass wir uns doch für das White Shark Cage Diving entschieden haben. Vor allem mit der Firma White Shark Africa. Ja, man macht sich ja vorher immer viele Gedanken und recherchiert viel und informiert sich viel über die Organisation, die sowas anbieten. Und mit White Shark Africa haben wir, glaube ich, eine Firma gefunden, wo es ethisch auf jeden Fall zu vertreten ist, dass man in den Käfig zu den weißen Haien geht. Der Co-Founder Craig Ferreira, der hat so ja, den Research über White Sharks vorangetrieben, ist ein Pionier in diesem Research und ja, hat sogar 91 dazu beigetragen, dass die weißen Haie beschützte Lebewesen geworden sind. Auf dem Boot war ein Meeresbiologe, der uns die ganze Zeit was über die weißen Haie erzählt hat. In der Zahl waren es echt 10 weiße Haie, die wir gesehen haben. Und vom Gefühl her war es auch
Hat sich sehr gut angefühlt, denn wir sind mit unserem Boot in der Nähe von einer Robbeninsel gefahren. Und Robben sind ja so natürlicher Gras von den weißen Haien. Und dadurch, dass wir da waren und die Lebewesen so, so nah gesehen haben, haben wir einfach so unfassbar viel über die weißen Haie gelernt, wie man vorher gar nicht wusste. Ja, und das Ziel des Anbieters ist auf jeden Fall erreicht, denn das Ziel ist es einmal zu bilden, über die weißen Haie aufzuklären und ein Bewusstsein für sie zu bilden und für ihre bedrohte Tierart. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Ich habe jetzt gerade noch schnell eine Dusche gehabt, haben mal das Meerwasser abgewaschen und wir setzen uns jetzt schon wieder ins Auto, fahren jetzt nochmal so ungefähr 3,5 Stunden und es geht nach Hermanus. Wir sehen uns also in Hermanus.